Die Szene ist so dumm. Ey, ich finde die auch, ich verstehe sie halt einfach nur nicht. Vielleicht ist die auch gar nicht so dumm und ich raff sie halt nur nicht, weil es nicht erklärt wurde. Auch eben, wie gesagt, der Satz von wegen, ja, nicht bewegen. Warum? Wieso nicht? Und sieht erstmal, der sieht schon ganz geil aus. Ne? Ich mag das Design von ihm nicht so. Sieht mir aus ein bisschen wie Doomsday, der einen Frosch verschluckt hat. Aber er ist ja schon imposant. Ne? Ist auch eine animatronische Puppe. Finde ich alles super geil. Sieht schon cool aus. Also, ne, ist schon okay. So, was passiert jetzt hier? Der Giga sieht doch die Gruppe. Man sieht doch hier, wie er direkt darunter schaut. Er sieht doch, was die Gruppe gerade macht. Warum rafft er es hier schon wieder nicht? Oder was? Also der verhält sich so ganz seltsam gerade. So, der sucht die immer noch und die verstecken sich ja auch immer noch. Aber er hat doch eben gerade direkt drauf geguckt. Es wird noch besser gleich, Achtung. Alles ein One-Shot, finde ich super geil. Ja, das ist halt so eine Szene, die, glaube ich, jeder einzelne Jurassic-Film hat diese eine Szene drin, wo jemand durch ein Fenster durchschaut und dann geht das Maul auf. So, was ist jetzt hier? Er sieht doch direkt, wer hier steht. Erzähl mir nicht, er würde das nicht sehen. Also, ne? Er sieht es. Geh noch weiter. Was passiert hier gerade? Also, warum passiert das gerade? Und jetzt, wo sie aber alle an der Treppe sind, jetzt greift er auf einmal an. Also es ist so eine, ich finde, das ist so seltsam, oder? Irgendwie ist das komisch. Bin ich da der Einzige, der das so seltsam findet? Das ganze Verhalten vom Giga ist so ganz, ganz mysteriös irgendwie. Er sieht sie jetzt schon, also. Auch dieser Satz am Anfang von wegen Don't move macht überhaupt gar keinen Sinn. Ist es bei dem Giga so? Weiß man nicht, ne? Wurde ja nie erklärt. Es gab nicht mal eine Einleitung dazu, wenn es so sein sollte. Musst du da wieder irgendeinen Comic gelesen haben und drei Bücher oder sowas, um das zu wissen. Das ist halt echt komisch einfach. So, diese Stelle hier, diese Moment. Hier. Der Moment, Entschuldigung, der Moment. Ist einmal angelehnt an Jurassic Park 1, ne? Logischerweise die Szene mit dem T-Rex, wo er diese Leuchtfackel hat und wegrennt mit der Leuchtfackel. Hätte ich übrigens cooler gefunden, wenn er hier einfach diese Fackel weggeworfen hätte. So als Zeichen, ich habe verstanden und damals draus gelernt und es ihm nicht wie ein Speer ins Maul geschmissen hätte. Aber jetzt haben wir hier noch eine Anspielung. Das hier ist tatsächlich eine Anspielung auf Godzilla. Es gibt laut bestimmten Foren in jedem Jurassic-Film, außer im dritten Teil, glaube ich, gibt es irgendeine Anspielung auf Godzilla oder Kong. Also auf so einen Kaiju. In Jurassic Park 1 ist es einmal, was haben die hier zu bieten? King Kong. In Jurassic Park 2 sind es die Asiaten, die vor dem T-Rex wegrennen.
Und wenn du übersetzt, was die sagen, sagt der eine, aus diesem Grund bin ich eigentlich aus Tokio abgehauen. Auch ein Hink auf Godzilla. Was in Jurassic World jetzt genau da sein sollte, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall hier das, was in Jurassic World Dominion als Godzilla-Anleihe gedacht war. Sauplump umgesetzt. Aber ja, ist auf jeden Fall mit drin. Warum nicht? Fanservice, ne, ist reiner Fanservice, dass er ihn festhält, hätte auch jemand anders sein können, nein, muss Grant sein, weil ja Ian und Grant ja nie so wirklich Best Buddies waren. Ian disst ja sogar, Alan disst ja sogar mal Ian Malcolm in Jurassic Park 3 kurz, vor Eric. Fanservice so, weil jetzt haben sie sich doch wieder lieb, aus Gründen. Wir gucken hier einfach nur 4 Minuten und ich merke einfach schon jetzt wieder, was mir alles nicht an diesem Film passt. Es gibt wirklich einige Sachen. Ich will gar nicht... Ich kann gar nicht so weit kommen, dass ich mal mit euch allen zusammen den dritten Jurassic World Film live gucke. Ich kann da ja nicht auf Stopp drücken. Das ist schrecklich. Und diese Szene hier... Ist zwar nicht bestätigt, aber ganz ehrlich, das ist doch auf jeden Fall eine Anleihe an Dino Crisis. Kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie nicht so ist. Ja, auch das hier, ja. Mit so einer Kleinigkeit machen sie übrigens den ganzen Moment kaputt. Wenn da ein Dinosaurier ist, der gefährlich sein soll, vor dem du Angst haben sollst, und dann läuft jemand mit einer gelassenen Coolness auf eine Waffe zu. Ungefähr so. Dann denke ich mir, alles klar, dann passiert jetzt eh nichts. Dann, wenn die so laufen kann, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist... Naja. Ich wollte es dir nur mal zeigen. Ja, nur mal ganz kurz darauf eingehen, dass das so eine Sache ist. Weil wir es eben auch vom Giga hatten.